Okay, wieder eine XCOM 2-Runde. Diesmal eine Guerilla-Operation-Mission, und zwar die Operation Storm Song. Und hier fehlt leider jetzt der Anfang, wie die Truppe ausgerüstet ist. Ich gehe mit einem C-Team wieder rein, einfach weil mir das Spiel abgeschmiert ist. So, und deshalb sind wir jetzt schon direkt im Spiel, weil ich da noch gesaved hatte. So, guck mal, hier oben ist der Punkt, den wir hacken müssen, der Knoten. Wir haben 8 Runden Zeit, um zu diesem Knoten hinzukommen. Hier ist irgendwie offene Fläche da drüben und wir sind hier vor so einem dreistöckigen Haus. Also der dritte Stock ist schon das Dach. Ich glaube, größere Gebäude gibt es bei XCOM hier eh nicht. So, jetzt überlege ich, wie ich das Team am besten aufstelle. Denn ich möchte prinzipiell schon Leute auf dem Dach haben. Einfach, um den Höhenvorteil zu nutzen, schlechter getroffen zu werden, gleichzeitig selbst besser zu treffen. Höhe ist schon gleich nach voller Deckung das A und O, was man haben kann. Jetzt gucke ich hier, mit der Schrot brauche ich eigentlich nicht hochgehen. Da kann ich eigentlich direkt vorrushen. Jetzt prüfe ich mal, wer alles hier hochkommen würde. Es sind gar nicht mal scheinbar so viele. Okay, dann können wir eigentlich hier mit der Minigun schon mal vorrücken einfach. Guck mal, ob der Sniper hoch kann. Sniper oben wäre super. Okay, Sniper kommt gar nicht mal so weit. Aber okay, das kann damit zusammenhängen, dass noch zu viele Leute vor ihm rumstehen und er deshalb weniger Wegpunkt hat. Vielleicht müssen wir mal die Leute vor ihm erstmal ein bisschen wegstellen alle. So, dann nehmen wir uns mal wieder die Heavy Gunnerin und packen sie schon mal nach vorne. Zack. Und Schrot. Auch daneben. Wir haben jetzt nichts aufgedeckt. Das heißt, alle Leute, die ich da hinstelle, die dürften auch nichts weiter aufdecken, weil die halt weiter hinten sind und wesentlich weniger Sicht dann haben. Also guck mal, dass wir jetzt hier die Person vor dem Sniper irgendwie noch weggestellt kriegen, damit der Sniper freie Sicht hat. Kommt die Person hoch? Die Person will hochkommen. Aber das ist auch wieder mit Schrot, das ist ein Ranger. Da brauche ich nicht hochschicken. Also. Ranger brauche ich da oben nicht auf Fernkampf haben, sondern einen Sniper. Und der Sniper schafft es immer noch nicht hoch, aber er schafft es aber jetzt zumindest bis an die Dach, bis an die, ja, an dieses Dach in Ding ran, sodass das nächste Runde hochklettern kann. Und das reicht mir. So, und dann stellen wir jetzt alle schön da an der Ecke auf. Und schauen wir, dass wir da Leute aufgestellt kriegen. Ah, und da sehen wir schon die erste Patrouille. Okay, was haben wir? Wir haben einen Shield Trooper, klaren Roboter und einen Commander. Beide hinten haben jeweils 2 Armor. Okay, das müsste mit einer Acid Grenade eigentlich gut lösbar sein. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt unser Team irgendwie gut aufgestellt kriegen. Ich will so schnell wie möglich gerne mit denen Kontakt machen. Wie gesagt, sind in der Vergangenheit so oft in Probleme gekommen, weil wir zu wenig Rundenzeit denn hatten. Darum will ich jetzt ein bisschen mehr pushen. So, Sniper oben in die Ecke gestellt. Zap, zap, zap. Und ich weiß, ich habe früher oft über Sniper gemeckert, aber der Sniper, der hat echt ein paar Skills. Also der trifft schon, der hat jetzt so viel Bonus. So, und dann könnten wir hier oben eigentlich auch noch einen Minigunner hinstellen. Jetzt muss ich nur gucken, was für eine Granate der dabei hat. Weil der hier die Acid Grenade dabei hat, jetzt muss ich mal ausmessen, ob wenn ich da oben stehen würde, ob ich immer noch bis da hinten rüberkommen würde. Aber ja, das sieht so aus, als ob die Reichweite hoch genug ist. Das heißt, ich kann eigentlich mit dem Asset-Typen oben hingehen. Der die Asset. Warum komme ich jetzt nicht dahin, wo ich hin will? Achso, vielleicht steht wieder jemand im Weg. Ne. Rücken wir mal hier die Person weg. Schau mal, der Ranger muss eh nach vorne. Beziehungsweise die Rangerin. Schubsen wir sie mal erstmal hier vorne zur Bank. Sopsadap. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt mit unserem Heavy Gunner da hinkommen, wo wir hin wollen. Ja, jetzt kommen wir bis da oben hin. Super. Dann können wir nämlich da oben hinpacken und von hier aus von ganz oben auf die andere Seite rüberschießen. Die Granate. Die gute Säuregranate. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Super. Okay, dann stellen wir jetzt erstmal den Rest der Truppe auf. Okay, durchs Fenster darf ich nicht laufen, weil dann löse ich aus.
Nachdem ich jetzt nicht in dieser Runde angreifen werde, weil ich definitiv will, dass der Sniper mit dabei ist, kann ich hier jetzt auch ein bisschen weiter vorsprinten, ein bisschen näher an die Patrouille ranbringen. Okay, sie klettert hoch und springt gleich wieder runter. Also wenn es da einen schnelleren Weg gegeben hätte. Ja, egal. So, guck mal, dann können wir sie eigentlich, wenn wir jetzt eh nicht auslösen, ist sie auch gleich noch ein bisschen näher ran. Näher ran ist mehr Treffergenauigkeit ist mehr Tote. So, und dann machen wir den klassischen, dass wir wie gesagt alle auf Overwatch stellen, außer ein. Und wenn denn die alle auf Overwatch sind und die Gegner ausgelöst werden und sich in Deckung bewegen, schießt halt das ganze Team aus dem Overwatch auf die. Und dann gucken wir mal, wie viel Schaden wir machen, wie viel wir erledigen. So, zack, hier ist auch eine schöne Zwischenebene, immer ein bisschen höher. Und zack, alle auf Overwatch, die noch Bewegungspunkt übrig haben. Und dann gucken wir, wo die Patrouille läuft. Okay, die Patrouille läuft weiter nach links. Lauft nicht zu weit, Jungs, lauft nicht zu weit. Bleibt bitte in Reichweite. In Reichweite bleiben, bitte. Okay, ich hoffe, die sind noch in Reichweite. Die sind jetzt schon ein paar Meter gelaufen. Und dann könnte ich eigentlich nochmal hier die zwei Felder ranrutschen, weil ich jetzt eh auf den Overwatch baue. Oder ich könnte sogar bis hier rennen. Der. Nee. So, zack. Du machst Overwatch, du nicht. Ich brauche gleich viel Granaten. Lass uns mal kurz gucken, ob die Reichweite noch passt. Ja, passt noch locker, locker. So, dann machen wir dich nicht auf Overwatch und nehmen jetzt den nächsten Charakter erstmal. Rücken wir auch näher ran. Wie gesagt, näher ran. Mehr Zielgenauigkeit ist nur ein paar Prozent, aber lass es uns jetzt optimieren. Minigun passt. Wieder du nicht. Du machst jetzt Sniper Overwatch. Und dann machst du jetzt auch noch. Ne, den lassen wir lieber hier oben, oder? Ja, lassen wir hier oben. So, und dann gucken wir mal, haben wir jetzt noch jemanden? Ne, jetzt können wir tatsächlich die Acid Grenade machen. Acid Grenade müsste jetzt die komplette Panzerung wegmachen. Wie gesagt, dann müssen sie alle wegrennen. Und wenn sie wegrennen, werden sie durchs Overwatch aufs Korn genommen. Na, ich überlege jetzt nur, weil noch irgendwo hin machen, dass die wohin sie rennen sollen. Aber ne, einfach um sie rum. Boah. Wir haben übrigens neue Granatwerfer. Bisschen mehr Reichweite. Zack, alle Armor geschreddert. Bisschen wenig Schaden gemacht, aber okay, gut, dafür ist jetzt der Overwatch da. Anerkannt. What? Acid Burn? Okay, jetzt kriegen sie auch nochmal dadurch Schaden. Mei, gut. Dafür ist die Säure da. Super. Aber wieso laufen sie nicht? Wieso lauft ihr nicht? Nein! Oh, wieso schießen die denn jetzt? Nein, die müssten laufen. Oh, verdammt. Was? Okay, normalerweise laufen die denn weg? Das hat mein Overwatch nicht ausgelöst. Das ist. Und er macht ein Schild. Das heißt eigentlich, was für ein Arsch, die wegzuschreddern. Die Armor. Und der hat das oberste Deck vom Dach weggeschossen. Okay. Das entwickelt sich ein absolut Bullshit gerade. Aber wieso sind die jetzt nicht gerannt, Mann? Das war doch so perfekt. Die hatten irgendwie fünf Läufe auf die gerichtet. Alter Schwede, Mann. Okay. Das lief wesentlich bullshittiger als gedacht. Oh, die Mission wird ätzend. Das sehe ich jetzt schon. Scheiße. Okay. Sehen wir 93% ohne Deckung. Die sieht auch zwei ohne Deckung. Klar, weil die sind nicht gelaufen sind, darum sind die ohne Deckung. Wir könnten das Haywire-Protokoll machen und probieren, den Roboter zu übernehmen. Das ist eine Option. Probieren wir es mal aus. So, gucken wir mal. Worst-Case-Szenario machen und Shutdown, aber erstmal, wir machen aus drei Gegner zwei. 85% Kontrolle. Okay, ja, das riskieren wir locker. Zack. Cool. So. Zack. Kontrolle über die Einheit übernommen. Perfekt. Das heißt, wir haben uns eigentlich nur noch zwei Gegner, um die wir uns kümmern müssen. Vielleicht können wir das jetzt hier
doch noch zu Gold verwandeln irgendwie. Die Bronze. Nein. Klar habe ich jetzt zwei neue Gegner ausgelöst und klar, das eine ist wieder dieser neue, wie auch immer das Ding heißt, Anki. Irgendwie so und natürlich zwei Sektoiden. Okay, also wie ich gedacht habe, ich habe aus drei Gegnern zwei gemacht, habe ich aus drei Gegnern fünf gemacht eigentlich. Dann packen wir nochmal die Granate aus, Gas Grenade, alle vergiften, die da sind. Den hinteren kriege ich jetzt leider nicht rein. Okay, ja, wir damagen halt unseren eigenen, den eigenen Mech, den wir jetzt haben, klar. Sehe ich ein bisschen blöd. Aber ich muss jetzt alle irgendwie erwischen. Ist das Bullshit. Okay, also vergiftet haben wir, angeschossen haben wir, noch ein bisschen Explosion haben wir. Dann rücken wir mal den Heavy auch noch vor. Kann man fast überlegen, von ihm jetzt auch noch eine Granate zu benutzen. Smokes will ich nicht. Gut, ich meine, wir haben hier zwei biologische. Wir haben hier diesen Flieger und den Sektoiden, die müssten beide brennen. Und ein Explosionsschaden macht es auch. Das ist zwar eigentlich auch jetzt ein bisschen Verschwendung, ich hätte die auch gerne echt aufgehoben, aber wir müssen jetzt, glaube ich, hier echt Damage Output machen. Den hinteren kriege ich halt nicht mit rein, den hinteren Sektoiden. Hier darf ich nicht. Also kriege ich wieder nur zwei. Naja, klar. Aber ich muss jetzt irgendwie probieren, hier wirklich Damage zu machen. Möglichst Anfang der Runde auch noch gleich Damage. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von Ideal gerade. So, jetzt brennt das Haus. Das Haus, wo ich eigentlich rein wollte, brennt jetzt. Na ja, gut, das ist die Konsequenz von der Brandgranate, ne? So, und dann guck mal. Ich hatte doch noch hier irgendwie eine Flashgranate dabei. Blendgranate. Probiere ich damit jetzt mal hier irgendwie vorne die zu kriegen alle. Dass die, weil die dürfen definitiv, dürfen die ja schießen nächste Runde. Dass die schon mal irgendwie geblendet sind. Ach komm, die Blendgranate hat Schaden gemacht. Nice, die hat sogar einen gekillt. Oh, die hat zwei Schaden gemacht. Was geht denn, Mann? Ist das normal? Machen Blendgranaten normalerweise Schaden? Haben die vorher Schaden gemacht? Okay, aber jetzt darf ich sie nochmal bewegen, weil sie einen gekillt hat. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Den schieben wir sie doch mal näher ran. Ich meine, ich tausche jetzt eine halbe Deckung gegen eine halbe Deckung aus. Da verliere ich jetzt nichts. Aber nächste Runde bin ich näher dran und dann gucken wir mal. 100% Damage auf den Trooper oder 92 auf den Flieger. Ich mache 92 auf den Flieger, das ist mein Mehrwert. Und 4 Damage gemacht, okay. Gekillt hätte ich halt keinen. Und mit ihr können wir jetzt nämlich eigentlich auf diesen Trooper nämlich schießen. Ich meine, ich bin eh in einer halben Deckung, also kann ich auch vorrücken in eine halbe Deckung. Ja, hier ist super. Dann flankiere ich ihn. Mit der Schrot auf Flanke müsste ich ihn eigentlich auch direkt umhauen. Na, gucken wir mal, genau, eben 100% Trefferchance. Auf unsere eigene wollen wir nicht schießen. 62%, nee, 52%, das ist echt zu wenig, das riskiere ich nicht. 37 auf den riskiere ich sowieso nicht. 52, 97. Nee, komm, wir schalten den aus. Dann haben wir einen Gegner weniger gleich. Und dann haben wir quasi nur noch drei Gegner, um die uns kümmern müssen. Ich glaube, das war jetzt das Cleverste. Und ich hoffe, die Flashbang tut genug und der Schaden, der durchs Gift und das Feuer geschieht, tut genug Abminderungen, dass die jetzt nicht treffen. Oder mich nicht manipulieren können. So, schauen wir mal. Okay, poisoned. Super. Poisoned, super. Und noch zwei Schaden burn. Läuft. Das läuft, das läuft, das läuft. Und noch ein Schaden burning. Gut, dann haben wenigstens die beiden Granaten schon mal ihren Sinn getan. Das heißt, die beiden müsste jeweils ein Soldat ausschalten können. Das wäre schon mal nicht uncool. Und das Orientated sind sie auch. Okay. Das ist geil. Okay, jetzt schauen wir mal, wo er hinfliegt. Okay, er fliegt nur noch da. Worauf schießt er? Auf wen? Sehe ich nicht. Achso, auf den im ersten Stock da. Oh, danke, nicht getroffen. Super.
Hat die Blendgranate ihren Sinn erfüllt? Was macht der Sektoid? Hat unseren Roboter auch nicht getroffen. Sehr cool. Was macht der nächste Sektoid? Okay, belebt einen wieder. Ja, gut. Ist okay, ist okay. Ist es nicht unglaublich Deluxe, gerade die Situation. Aber wir haben jetzt drei Gegner. Der Psi-Zombie zählt nicht. Okay, wir könnten mit dem Mech eventuell sogar bis reinrennen scheinbar und schießen. So, guck mal, der Sniper, der kann sich eh nicht bewegen. Guck mal, was der sieht. Sieht der was? Nee, okay, den haben wir nachgeladen und schicken jetzt mal hoch und gucken, dass wir wieder eine Top-Position kriegen, dass er auch seinen Bonus kriegt. Und mit ihr rennen wir jetzt hier in volle Deckung, da ist kein Gift mehr. Dann können wir vielleicht das Vieh flankieren. Dieses Fliegvieh. Run and gun, run and gun. Run and gun, super fun. Run, zack. Nee, nicht den Zombie, nicht da drin, nicht da drin. Das Vieh hier. Oh, drei Schaden nur. Alter. Wie ich dieses, oder zwei Schaden? Ne, drei Schaden waren es. Wie ich dieses Ausweichen hasse, was dann irgendwie nur so wirklich wenig Schaden macht, das nervt mich so sehr. Ah, oh, das ist so unpraktisch. So, guck mal. Machen wir noch eine Frag Grenade dahin? Ne, schaffen wir gar nicht. Muss mal näher rangehen, wenn. So, gucken wir mal. Mit der Frag Grenade könnte man nämlich jetzt die Deckung von dem Sektoiden hinten zerschießen und den vorderen gleich killen. Machen wir doch. Und zapp, zapp ab. Buja, okay. Die Wände zu hauen, Deckung zu hauen und alle ein bisschen Schaden gemacht. Und ein Sektoid vernichtet. Also, wir haben jetzt nur zwei Gegner, das ist cool. Das ist cool, das ist cool. Dann rücken wir mal vor. Also, du siehst einen Gegner zum Flankieren, das ist aber beziehungsweise der, das so die ist, das ist der Sektoid und dann müssten wir den noch jetzt fast schwerteln können. Jetzt ist die Frage. Nee, uns neigen wollen wir natürlich nicht. Den Psi-Zombie auch nicht. Wir können jetzt entweder auf den hier gehen oder auf den Sektoiden. Der ist natürlich mehr wert, aber der Sektoid ist sicher. Und das Fliegvieh ist eh eigentlich noch vergiftet. Also eventuell stirbt es eh von alleine nächste Runde. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann noch bis dahin hält, aber. Nee, ich glaube, der Sektoid ist mir wichtiger, dass ich den erwische. Nein, ich will nicht rein. Ja. Lieber reinrennen, Sektoiden killen. Oder doch? Wär. Aber eigentlich Sektoid wäre vernünftiger. Hauptsache, der ist weg. Weil dann killen wir auch automatisch den Psi-Zombie. Richtig. Richtig weggehackt. So. Zack, der stirbt, der Psi-Zombie. Wieder mal. Er sieht nichts. Und er wird auch nicht so umwinken. Jetzt können wir gucken, ob wir mit ihm vielleicht hier den Anarchoid, Arkonoid, ich merke mir die Namen mal nicht, angreifen können. Rücken wir mal ein bisschen bessere Position, weil von hier sieht er nicht. Von da müsste man eigentlich sehen. So, zack. Schauen wir mal, 50% Treffergenauigkeit Wahrscheinlichkeit nur. Okay, dann machen wir dann Suppressen, weil einfach, dass er weiterhin nicht trifft. Denn das Suppression jetzt das neue Stichwort. So. Nee, nicht auf unseren eigenen, die anderen sehen wir nicht. Ja, sehr, sehr spitze. Hilft eigentlich nur Overwatch. Oh, was können wir mit ihm machen? Wir könnten ranrücken und so vielleicht so ein Health-Protokoll machen. Ein Healing.
Andererseits, wir müssen eigentlich auch langsam echt vor zum Hacken. Vielleicht lasse ich ihn einfach gnadenlos vorrücken, wenn ich ihn hier bis zu diesem Müllsack kriege. Dann bin ich schon mal auf dem halben Weg zur Hacking-Station. Oh ja, der Sekt, dieser eine Gegner jetzt hier, der sollte jetzt nicht viel machen. Ah, okay, tatsächlich gestorben durch Feuer oder Gas. So. Noch drei Runden. Okay, aber wir sind jetzt kurz davor. Ja, Central warnt mich wieder. Gut, aber ich meine, wir sind jetzt eine Runde fertig. Ah, und sie kriegen Verstärkung. Ich meine, ich habe jetzt hier so wenig Gegnerkontakte gehabt. Mei, da kann man schon mal Verstärkung schicken. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, ihn rücke ich auf alle Fälle jetzt irgendwie ins Haus rein. Am besten direkt in die Mitte. Damit der ja nichts aufschaltet. Dann kann der nächste Runde das hacken. Und dann probiere ich den Rest unseres Trupps jetzt irgendwie da rechts aufzustellen und auf entweder Overwatch oder Nachladung so zu stellen und zu gucken, was auch immer jetzt da als Verstärkung kommt, ausschalten zu können. So, gucken wir mal. Dahin gepackt. Vielleicht sollten wir ihn ausschalten, nicht dass wir ihn verlieren. Ich weiß nicht, wie viel, ob das Hacking für immer hält. Okay, und wir haben ihn nicht getroffen. Und gut dem. Ich weiß nicht, hält das Hacking für immer? Ich hätte mir das vielleicht durchlesen sollen am Anfang mal. Okay, dann ziehen wir sie hier zurück. Okay, hier reicht jetzt nicht mehr für Overwatch, aber Hauptsache wir haben sie echt nah dran. Der Rest ist mir ja wurscht. Dann wischen wir sie halt nicht in Overwatch. Nicht so, dass wir die erste Truppe heute im Overwatch erwischt hätten. Und er hat jetzt eine Spezialfähigkeit, die heißt Deadeye. Und damit müssten wir jetzt eine ganze Region unter Overwatch packen können. Und alles, was sich da drin bewegt, sollte eigentlich vom Overwatch angeschossen werden, sodass er quasi mehrere Overwatches hat, je nachdem wie viel Munition er noch hat. Das heißt, er hat jetzt noch zwei Kugeln, das heißt, er kann auf zwei Leute schießen. So, dann schnappen wir uns ihn hier. Und packen ihn einfach gnadenlos in die Mitte. Weil Mai, der kann eh keine Deckung nehmen. Und packen wir ihn noch einfach hier hin. Und wenn der Gegner drauf schießt, Mai hat er als sein eigener erledigt. Bei dem ist es mir emotional egal. So, und dann gucken wir mal, dass wir sie irgendwie rankriegen. Ja, wenn ich sie hier hin bewege, dann läuft sie durch Gift, durch Gift, durch Gift. Gift oder Säure. Okay, ich kann sie nicht hier hinschieben, weil sie dann immer durch Gift oder Säure läuft. Das ist Mist. Dann kommen wir hier oben. Ja gut, dann müssen wir sie halt hier oben hinschieben. Ist zwar auch kein Overwatch, ich kann sie auf die Treppe stellen und dann von oben schießen. Anders kommen sie, geht eh nahe persönlich ran. Dann schieben wir sie dahin. Dann hat sie zwar auch kein Overwatch, aber ich habe alle meine Leute direkt an dem Transporter dran. Und zwei sind jetzt halt Overwatch, der eine Heavy Gunner und oben der Scharfschütze. Zack, zack. Okay, und noch ein Roboter. Klar. Aber zwei normale Trooper, das passt. So. Bitte lauft ihr wenigstens. Tut mir den Gefallen und lauft, löst Overwatch aus. Jo. Okay. Nice, ein bisschen Ammo geschaltet. Jetzt kommt der Scharfschütze. Der tatsächlich trifft, wie gesagt, der hat echt so viel Aim-Punkte. Ah, geil, er hat nur noch zwei Health. Und dann schießt er noch auf den normalen Trooper. Da dürfte auch nicht viel Health übrig bleiben. Fünf, okay. Fünf, ja, ist süß. Ich brauche mir mal bessere Scharfschützengewehre noch. Und Nummer drei läuft weg. Ich bin das Auto, ist mir egal. So, gucken wir nochmal. Dann können wir mit ihm jetzt eigentlich nach die Bushaltestelle rennen. Und einfach auf den Advent Trooper schießen. Mei. Wieso auch nicht? Ein bisschen flankieren hier. Chat.
Ein Roboter hat zu wenig Treffergenauigkeit, zu wenig Treffer. 75%, ja, okay, gut. Ja, echt. Und 6 Damage. So. So, gucken wir mal. Der zieht den 77 Treffergenauigkeit auf den Roboter. Das könnte man eigentlich riskieren, den direkt umzuhauen. Perfekt. Hat gereicht. Und so. Mit ihr könnten wir jetzt entweder ihn hier killen. Oder zu ihm können wir auch und schwerteln. Und wir haben einen anderen Heavy noch. Wie viel, was hat der? Treffgenauigkeit 70%. Können wir machen. Mal erwischt. Oh nein! Oh nein, ich habe auf meinen eigenen geschossen. Boah, Alter. Da habe ich jetzt meinen eigenen Roboter zu hauen. Oh, ich Idiot, Mann. Okay, das war unglaublich dumm. Das ist schon ein neuer Preis. Och, wieso sind die auch so dicht beieinander gewesen? Okay, weil ich sie hingestellt habe, aber. Ja, das war ein kurzer Prozess. Aber das war Mist. Dies war Mist. Okay. Den machen wir hier auch. Und dann holen wir den auch raus. So. Okay, 13 Schaden. Okay, krass. Gut, aber dann wäre das Problem auch gelöst. Dann können wir wieder rausbewegen. Danke Ranger-Fähigkeit. Und dann könnten wir jetzt oben eigentlich mal... Okay, nachladen. Pistol Overwatch. Und dann können wir jetzt hier eigentlich mal die Station hacken. Weißt du was, ich kann dir dafür mein Dingsmus hernehmen. Mein Gremlin. Flieg, Gremlin, flieg! Okay, 55% für Recover Elite on Alien Facility. Ja komm, probieren wir es mal. Trauen wir uns mal die 55%. So, mal Risiko. Und... Nein. Ja gut, aber jetzt haben wir das Missionsziel schon mal erfüllt. So. Okay, und der hört noch Gegner. Dann würde ich sagen, nehmen wir ihn mal aufs Dach. Aber hat er keine Deckung, da könnte er jetzt Gegner aufdecken, aber selbst keine Deckung haben. Hier hat er Deckung, könnte schnell aufs Dach, aber ich habe Angst, dass das Feuer irgendwie gleich alles kaputt macht da. Weil Feuer breitet sich gerne aus. Weil hier in der Ecke hat er Deckung. Und könnte auch schnell wieder aufs Dach. Okay, dann packen wir es da ein. So. Guti, dann können wir mit ihr probieren, ob wir auf das Dach kommen. Weil der Gegner wird wahrscheinlich hier irgendwie entweder auf dem hinteren Haus sein oder in einer Gasse, so oder so sollte ich probieren, aufs Haus zu kommen und nicht durch das. Und nicht durch die Gasse selbst laufen. Und zack, schieben wir so hoch. Geil. Und dann schieben wir ihn zumindest so nah wie möglich nach. Beziehungsweise sie, das ist die Svetlana. Mit Magnus Jakobsen können wir eigentlich probieren, dem anderen Verstärkung zu geben. Und dann müssen wir ihn aber hochrücken lassen. Ja, genau, komm. Hier mal volle Deckung. Falls der Gegner hochkommt, können wir hier aus voller Deckung Overwatch schießen. Das ist doch mal ein Plan. Ah, stimmt, sie haben auch noch. Scharfschütze, ja gut, der macht klassischen Overwatch. Dann gucken wir mal, was wir mit ihm hier machen. Ja, dann packen wir den auch in die Ecke, weil da hat der Gegner nicht aufgeklärt bisher. Dann passt mir das.
Und natürlich, wenn er da ist, Kletter auf. Ach, XCOM. Komm schon. Hast du mir nicht in der Mission jetzt schon genug entgegengeworfen? Aber okay. Der Scharfschütze sieht bei, sieht zwei von denen und den einen mit 88%. Huh? Nehmen wir mit. Zack, drei Schaden. Wieder eine Armor, aber er trifft, also wieder der Sniper trifft. So, was machen wir mit ihr? Was machen wir mit ihr? Können wir da schon einen kriegen? Nee. Dann könnten wir sie eigentlich hier vorne hinstellen und auf Overwatch packen, falls einer dieser Lancer angerannt kommt mit seinem Schwert. So, was macht der Mutton? Okay, Mutton rennt auf uns zu. Und schießt auf den Ranger oben auf dem Dach. Okay, und nicht getroffen. Freut mich. Freut mich. Ja, der zweite Ranger. Ach, nicht getroffen. Und der schießt auch oben auf den Ranger. Okay. Langsam hat das Dach da oben keine Integrität mehr. So, und jetzt kommt der Ranger angerannt und für den war eigentlich der Overwatch da. Aber hat nicht getroffen. Sehr gut. Okay. Was wir jetzt machen. Jetzt ihn drücken wir erstmal hoch. Erhöhte Position, mehr Treffergenauigkeit. Und schauen wir, was wir dann mit ihm verwandeln können. So. Und guck mal, der Sniper, der kann sich eh nicht bewegen, er darf gleich schießen. 100% Treffergenauigkeit auf den, 70 auf den, 100 auf den und den wollen wir direkt ausschalten. Dann komm, dann schalten wir die direkte Bedrohung aus. Und jetzt haben wir noch 5 Leute für 2 Gegner, das sollten wir schaffen. Und jeweils erhöhte Position. So. Nachladen, Pistol Overwatch. Ach, nachgeladen. So, dann gucken wir nochmal. Mit ihr würden wir den Muton unten kriegen. Und mit dem Schwert sogar den anderen. Und wir haben noch einen Hit and Run übrig. Das ist cool. Also einen kriegen wir mindestens von dem weg. Gucken wir mal. Den würden wir ausgeschaltet kriegen. Und den bestimmt auch fast. Okay, also einen Gegner kriegen wir definitiv schon ausgeschaltet. Gucken wir mal, was er hat. 100% Treffergenauigkeit auf den. Ziemlich viel auf den. Das ist super. Und wir haben den ja noch. Ah, der kommt nicht bis vorne ran. Ich könnte ihn eigentlich hier hinstellen. Da hat er zwar keine Deckung, aber die kriegen wir doch jetzt beide, oder? Beziehungsweise warte doch mal. Ich habe ja auch die Skullmine dabei. Ich könnte den auch einfach probieren zu hacken. Und dann wird der auch sofort ausgeschaltet. So, dann lass doch mal gucken. Also, wir haben definitiv dann, wenn wir die Skullmine, falls die Skullmine nicht funktionieren sollte, die hat nur 70% Treffergenauigkeit, haben wir trotzdem 2 Leute, die noch jeweils auf 2 Ziele schießen können. Und das reicht. Das reicht. Also können wir echt die Skullmine probieren, den noch hacken, probieren, ob wir noch ein bisschen Intel oder sowas kriegen, nachdem der andere Hack jetzt nicht funktioniert hat. Zack, hier vorne die halbe Deckung. Und dann sprinten wir mal. Skullmine ist das Einzige, was brutaler ist, glaube ich, als das Schwert. Flansch. So, 25% nehmen wir nicht. Nee, komm, wir probieren einfach nur 67% ein Small Intel Core mitzunehmen, auf ein bisschen Intel kriegen. Okay, dann kriegen wir ein bisschen Bonus Intel am Ende der Mission. Intel ist quasi eine Ressource, wie andere Sachen auch. So, und dann haben wir nur noch einen Gegner und ich glaube noch 3 oder 4 von unseren eigenen Leuten. 4 sogar. Hier 2 und auf dem Dach 2. Dann könnten wir eigentlich mit ihr vorrücken und gucken, ob wir ihn kriegen. Und dann trainieren wir sie quasi auch noch ein bisschen mit, dann kann sie den Motor noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Schauen wir mal. Okay, der ist, der soll ihn nicht killen, dann müssen wir dir mal den Motor noch ein bisschen Schaden anschießen. Zack, dann schießen wir ihn ein bisschen an.
Zack, Schild weg, 6 Schaden gemacht. Okay, dann müsste er. Und die Treffergenauigkeit auf ihn erhöht. Dann müsste man jetzt mit ihr hier mit der Svetlana ausschalten können. Genau. 93 Treffer wahrscheinlich. Super. Okay. Und dann hat die Svetlana auch noch ein bisschen Erfahrung gekriegt. So, kommt jetzt noch was, XCOM? Überleg's dir. Nein, Central sagt. Alle ausgeschaltet. Zwei verwundet. Mei, ich meine, dafür, dass es echt so super Storm-Song-mäßig wirklich lief, also die Operation hat ihren Namen verdient, lief es eigentlich ganz gut. Bei zwei verwundet ist halt scheiße, aber so wie es zwischendurch aussah, hätte es auch wesentlich schlimmer sein können. Verteilung der Skills ist tatsächlich relativ cool. Und wir landen tagsüber auch wieder zu Kaffee und Kuchen in der Heimatbasis. Dann gucken wir mal. Okay, sind recht schwer verwundet, sind zwar in 2 Wochen aus und 2 Leute promoted. Na, 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 na. Nee, du kriegst Run and Gun. Zap, zap. Und Svetlana kriegt. Ja, Suppression. Komm. Dann wird die langsam auch echt nützlich. Aber dafür nehmen wir ja auch die Noobs mit, um die quasi auch ein bisschen nachzutrainieren. Weil ich brauche keinen Squad nur aus Premium-Leuten. Cool. Und was haben wir? Wir haben ein paar Corpses, logisch, logisch, logisch. Und ein bisschen extra Intel. Okay, 20 extra Intel-Punkte Mai haben wir nicht haben. Und wie immer ist der Hohe Rat glücklich. Hat alles hier passt. Dann schauen wir mal, was XCOM das nächste Mal für uns im Petto hat. Tschüss, tschüss.